Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast- und YouTube-Folge zum Thema Wie werde ich im Internet sichtbar? Und heute geht es um eine Plattform, um ein Tool, das kennst du vielleicht schon oder hast du vielleicht schon, nur wahrscheinlich noch nicht so richtig genutzt. Und zwar, es ist Pinterest. Pinterest ist eine Online-Pinnwand für Grafiken, Fotos und Videos. Und ja, optional auch noch ein bisschen, Entschuldigung, ein soziales Netzwerk mit einer visuellen Suchmaschine. Der Name Pinterest ist ein Kofferwort aus dem englischen Wort Pin für Anheften und Interest, das Interesse. Gemeint ist damit, dass man sich nützliche Ideen, die dem eigenen Interesse entsprechen, auf Pinnwänden merken kann. Sinn und Zweck ist der Austausch über verschiedene Hobbys, Interessen und Tipps. Zudem findest du auch sehr viele Produktideen und so weiter. Der CEO Ben Silverman hat mal gesagt, wirklich großartige Leute wollen schwierige Dinge tun. Sie wollen schwierige Probleme lösen. Ja, und daraus ergibt sich jetzt da deine Chance auf Pinterest. Wie schon mal gesagt, beziehungsweise du im Buch lesen kannst, ja, liefere deinen Kunden einen Mehrwert, eine Lösung. Je größer das Problem, umso eher wird die Lösung gesucht und je mehr das Problem haben, umso mehr benötigen eine Lösung dafür. Und Pinterest, boah, jahrelang habe ich mich selbst entdeckt damit. Dabei stundenlang auf Pinterest zu sein, ein Thema einzugeben und dann kommt eine Idee nach der anderen. Und ich habe geklickt wie ein Irrer und das gespeichert und diesen Blog angesehen und dieses Video angesehen und, und. Und ja, das ist das Thema, bist du Konsument oder Produzent? Pinterest war ich jahrelang Konsument und das wirklich viele Stunden. Dann habe ich mich mal angemeldet auf der Plattform über den Browser, über das Notebook und dann kam die Möglichkeit, einen Unternehmensaccount daraus zu machen und Pins zu erstellen und Statistiken zu sehen und das war echt heftig. Und die ersten Pins habe ich dann manuell hochgeladen und das war echt ein Zeitfresser, das war brutal. Ein Foto auswählen, eine Überschrift hinzugeben, eine Beschreibung, die Links hinzu und so weiter. Jetzt kommt das Mega-Feature von Pinterest für deinen Pinterest-Auftritt. Denn wenn du einen Blog betreibst und da schon ein ordentliches Vorschaubild hast und eine ordentliche Überschrift und einen ordentlichen Einleitungstext, was du hoffentlich hast, dann kannst du hier einen sogenannten Bulk Upload auf Pinterest machen. Das heißt, unter den Einstellungen findest du den Bulk Upload, den Massen-Upload. Du musst deine Homepage verifizieren. So, und jetzt das Geheimnis. Dazu brauchst du deinen FTP-Account, weil du musst eine Datei auf deine Webseite laden, deine Homepage auf Pinterest verifizieren und jetzt das Geile, mit einem Link befüllst du Pinterest. Das heißt, Pinterest liest sich einmal am Tag deinen Blog aus, holt sich die aktuellsten Blogbeiträge und erstellt daraus einen Pin auf Pinterest. Tja, das war echt geil, ganz ehrlich, ich habe 4 Blogs, die ich im Moment betreibe. Ich habe alle 4 auf Pinterest hinzugefügt und habe das einfach mal lassen und habe dann, ja, wie es so üblich ist, eine Plattform gehabt, allerdings nicht verwendet und habe dann ein paar Tage später reingesehen. Und diese Reichweite, und ich rede hier von einer Kleinstadt, ja, die bekommst du wahrscheinlich nicht so schnell sonst irgendwo. Und vor allem immer mit dem Verweis auf deine Webseite. Auch die Homepage-Statistik ist natürlich proportional dazu positiv gestiegen. Ein wunderbares Hauptargument, um Pinterest zu nutzen. Gut, was kannst du von Pinterest noch lernen? Tja, hast du schlechte Aufrufezahlen auf Pinterest, dann sieh dir mal andere erfolgreiche Pins an und dementsprechend, jetzt kommt das Schöne, kannst du deine Homepage optimieren, das Vorschaubild deiner Homepage optimieren, vielleicht noch Text hinzu, vielleicht noch Gesichter hinzu. Viele Tipps, die du auch im Buch findest. Kurze Eigenwerbung, wie werde ich im Internet sichtbar? Und auf dem Blog focuhila.online findest du noch viele Infos dazu. Ich wünsche dir mega viel Spaß und viel Erfolg und ja, dass du Pinterest mal für dich nutzt. Statt ja als Konsument mit vielen tausenden Ideen auf Pinterest unterzugehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke für dein Feedback, danke fürs Abonnieren, danke für Sterne und Daumen hoch und Herzchen and however.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.